Nun ist's offiziell. Es geht mit mir zu Ende. Oh je. Nobel geht die Welt zugrunde, sag ich nur. Oh, Schande. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggladium zu einem neuen Let's Test. Ich traue mich gar nicht auszusprechen. Zu Let's Test Fortnite mit dem Zwergenfürst. Ja, die kostenlose Download-Version für die Nintendo Switch. Ich habe es mir mal runtergeladen und werde es heute mal in einem einzigen Part testen. Das wird der erste und der letzte Part von Fortnite. Ich muss das ganz, ganz leise sagen. Nicht, dass das noch irgendjemand hört, wenn ich den Titel dieses Spiels ausspreche. Ich muss immer ganz leise Fortnite sagen, damit das nicht irgendwie, ja, verstanden können sollte werden oder so ähnlich. Ja, ein Part heute im Let's Test und dann hoffentlich nie wieder. Taste drücken zum Starten. Auf geht's. Au, weia. Da wären wir. Von mir aus. Registrieren. Okay. Ja. AGB gelesen und akzeptiert. Muss jetzt sensible Daten eingeben. Na dann. Ja, das ist mein echter Name. Genau. Wer was anderes sagt, der lügt. Vorname, Nachname. Hier der Nachname, da der Vorname. So, Anzeigename. Joa, passt. Jemand hat meinen Namen da! Jemand hat meinen verdammten Namen da! Hey! Zwergenfürst LP geht nicht. Ich kann mich unter Zwergenfürst LP da nicht einloggen. Oh Mann. Joa, so viel dazu. Ich heiße jetzt Zwergenfürst. Einfach so Zwergenfürst. Es gibt hier scheinbar einen Zwergenfürst LP. Es gibt schon einen Account namens Zwergenfürst LP. Problem. Let. Da sind wir drin. Zeitlich begrenzt 50 gegen 50. Zwei Teams, doch wie 50 Spieler, zwei Bus mehr bedeuten. Krieg ich irgendwo ein Tutorial? Kann ich hier irgendwo mal anfangen? Gibt es hier irgendwas? Vertrittst dein Land mit Stil? Okay. Füge die Freunde deines Kontos automatisch als Epic-Freunde hinzu und hole sie dir so ins Team. Okay, das ist jetzt mein Avatar oder was? Das ist jetzt hier. Das bin ich oder was?
Kann man das noch irgendwie ändern? Das sieht ein bisschen blöd aus. Minus zum Chatten halten. Aha. Ah, okay. Das müsste damit Spielgeld erwerben. Ah, okay, momentan habe ich die noch nicht, die beiden. Okay. Ja. Ah, da bin ich wieder. In den Hauptbereich, den Lobby scheinbar. Battle Pass, Herausforderung, spinnt. Ach, das ist hier mein Avatar. Jetzt bin ich die Dame hier. Einen Spitzhack habe ich. Und einen Hängegleiter. Ah, schön, schön. Emotes. Wie auch immer. Gegenstandshop, hier kann ich was kaufen oder was, wenn ich denn dann irgendwann mal Spielgeld habe. Joa, für echt Geld Sachen kaufen, vergiss es. Wie kann ich denn anfangen zu spielen? Hier kann ich anfangen zu spielen. Na, dann schmeißen wir uns mal einfach ins Geschehen und hoffen, ich komme auch ohne Tutorial irgendwie zurecht. Match wird gesucht, steht da unten ganz rechts, so ganz klein. Jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Schön, schön. Spieler in Warteschlange 62. Voraussichtliche Dauer 21 Minuten. Sekunden. Hoffentlich. Hoffentlich nur Sekunden. Oh, da geht's weiter. Battle Royale. Einsteigen und loslegen. Bleib im Auge des Sturms und das überlebende Team gewinnt. Ja, das war wohl mein Tutorial, wie es aussieht. Offene Türen, geplündert, Schatztruhen und so weiter. Ich bin der hier. Ich bin jetzt im Online-Modus oder was. Und muss hier überleben. Ja. Tür öffnet sich in 11 Sekunden. Okay. Wir sind scheinbar in einem fliegenden Bus. Logisch. Wo auch sonst. Also ich muss irgendwann mal springen. Wäre nicht schlecht. Den Leiter einsetzen. Ja. Und sonst so. Ach so. Dann springe ich mal hier runter und dadurch suche ich meine Gegend aus oder was. Dann lande ich hier erstmal irgendwo in einem Gebiet. Sturm braut sich zusammen, 54 Sekunden. Ich lande jetzt hier wahrscheinlich im Wasser auf der Hauptstraße oder so, was in der Art. Ja, ich lande mal hier auf einem Gebäudeturm. Ein Turm hier. Oh, da bin ich gerade gegen gebackt. Okay, jetzt habe ich hier meine Spitzhacke. So haut man scheinbar auf eine drauf. Jo, hier wird schon heftig geschossen. Schön, jetzt bin ich hier erstmal einkaufen. Guten Tag, ich raub hier mal in die Kasse aus. Ich erlaub mir das mal. Wow, räum mir den ganzen Laden hier erstmal auf. Moin. So, ich bin der Neue. Guten Tag. Hier wird scharf geschossen. Ich kann scheinbar noch nicht schießen. Ich habe hier nur diese blöde Spitzhacke. In 3 Minuten wird das kleiner. Die Auge des Sturms, was auch immer das bedeuten soll. Kann ich hier irgendwann mal irgendwas looten oder irgendwas bekommen? Irgendwie kann ich mal eine Kanone bekommen, dass ich jetzt nicht nur der Neue mit eine Spitzhacke bin, sondern auch mal irgendwas anderes machen kann. Zack, abgebaut. Ah, okay. Uha, da wurde ich getroffen. Hilfe. Uah, ich bin am Boden. Ach, verdammt. It's Zander.
40. Schöne Grüße gehen raus. Du Arsch hast mich gedödet. Setz dich, nimm dir einen Keks, mach es dir schön bequem. Du Arsch! Vielen Dank auch. Okay, was mache ich jetzt? Das bin ich, oder? Schaue ich jemand anders zu? Nee, das bin nicht ich. Das ist egal, vergiss es. Der rennt da durch die Gegend. Mit B geht's zurück zur Lobby. B, zurück zur Lobby. Jo. Sehr schön. So viel dazu. Ich würde mal sagen, spielen wir noch eine Runde. Wir spielen noch eine Runde. Ich versuche mit meiner Spitzhacke ein bisschen weiter durch Fortnite durchzuspielen und vielleicht ein bisschen länger zu überleben. Vielleicht kriege ich auch noch jemanden getötet hier im Spiel. Spielersuche startet schon. Ich bin in der Warteschlange, die Nummer 49. Besser als die Nummer 50. Jetzt habe ich wieder das Menü geöffnet. Wir haben natürlich noch 0 Coins hier. Das ist das Menü. Wenn dein Inventar voll ist, Gegenstand aufnimmt, dann wechselst du noch bereits ausgerüsteten Gegenstand. Wie auch immer, ich weiß immer noch nicht, wie man irgendwie überhaupt Inventar kriegt und wie man sich da verbessert. Irgendwo muss es ja Waffen geben. Moin. Schlachtbus startet in 6 Sekunden. Wir werden also aus Bussen geworfen. Ja. Macht Sinn. Tür öffnet sich in 10 Sekunden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und. Es dürfte doch springen. Nice. Ich sollte vielleicht ein bisschen später losspringen. Komme ich woanders an, oder? Okay. Okay. Sieht ein bisschen anders aus, die Map. Ich spring mal hier runter. Ja, gerade hier runter. Oh, da hinten ist eine Brücke. Da will ich hin. Sieht interessant aus. Oder auch nicht. Okay, Hängegleiter von automatisch. Man sieht es bloß nicht. Ah, da kommt er. Hängegleiter. Okay, dann lande ich mal bei diesem schönen Ferienhaus dort. Unten im Wald. Sturmbrot sitzt zusammen. Vielleicht komme ich sogar bis rüber zur Brücke. Na komm, nee. Ich lande jetzt hier in diesem Ferienhausgebiet. Sieht doch ganz idyllisch aus. Und kann man sich doch aufhalten. So scheiße ist das gar nicht. Oh, andere Person. Jetzt sollte ich mal hier weg. Auf dem Dach. Spitzhacke. Wo ist die? Kann ich die einsetzen? Ah, da ist er. Eine schöne Spitzhacke. Oh, jetzt bin ich unten. Das ruckelt ziemlich stark. Wow. Das vibriert meine Joy-Cons aber extrem. Soll ich diese Boxen vielleicht mal zerstören? Vielleicht ist da was drin oder so. Vielleicht funktioniert es ja so. Okay. Okay, ich verstehe es. Oha, ich habe eine Bombe. Da ist eine Bombe. Ach du Schande. Dex New GG hat mir eine Bombe. Bin ich gerade auf eine Bombe reingefallen? Na, sehr schön. Ich glaube, wir gehen zur Lobby zurück. Alle guten Dinge sind 3. Ich versuche es noch ein drittes Mal. Und dann ist es mal hier gut hier. Jetzt erstmal mit Sachen kaufen und so weiter. Oh, der Map. So, das ist hier scheinbar die Lobby. Moin. Moin Leute, sag mal guten Tag. Wie geht's denn euch so? So viel dazu. So kann man hüpfen scheinbar. Habe ich bemerkt. Wenn man hier hüpft. Ich habe die Karte vor mir. Schön. Ich kenne mich hier noch gar nicht aus. Ist alles ganz neu für mich. Bauen.
Okay, hier kann man scheinbar. Okay, oder auch nicht. Ah, Tür öffnet sich in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Ich glaube, ich bleibe ein bisschen drin. Vielleicht können wir irgendwo am anderen Gebiet rausspringen. Damit wir mal woanders landen, mal ganz weit hinten in der anderen Sache. So, und ich würde mal sagen, jetzt springe ich. Ja, spring, spring, spring. 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 Was machst du denn? Was macht der Zwergi? Ich spring doch. Nein, ich bin drin geblieben. Oder was? Ja, wo du? Jetzt wurde ich gesprungen, scheinbar. Schön, schön. Da muss was blockiert geworden gewesen sein. So, lande ich jetzt mal im Wasser. Versuche mal hinten bis zum Wasser zu kommen. So, Hängegleiter. Fallschirm schließen, Dingens. Ach so, kann man noch ein bisschen in die Richtung. Da versuchen wir mal heute ein bisschen länger zu überleben. Mit diesem weiblichen Charakter. So, ja, landen wir hier unten am Steg. Ich weiß nicht, ob das die klügste Entscheidung ist, aber ja, okay, da sind wir. So sind wir unten aufgetroffen. Survive. Überlebe, überlebe, überlebe. Spitzhacke. Die kann ich rausholen. Und nun. Jetzt bin ich hier ein bisschen gefangen. Ich packe hier gegen den Berg. Gut, gut. Da runter. Zum Berg. Aufpassen, dass ich keine Bomben und keine anderen Leute habe. Momentan ist es ziemlich ruhig hier. Zu ruhig. Ich mache gleich mal ein bisschen Lärm, hau auf die Sache rauf. Betriebsleistung, die Konsole ist nach. Ja, ist gut. Ich bin ja gleich fertig. Oha, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Bin ich zu hoch gesprungen. Loot, Loot, Loot. Ein bisschen Holz. Ja, das bringt scheinbar nicht viel, mich hier zu besiegen. Ich habe nicht großartigen Loot, den man bekommen könnte. Ich glaube, es ist, glaube ich, erstmal richtig, ein paar Boxen zu zerstören. Vielleicht ist da irgendwo eine Waffe drin. In Boxen oder so. Kann das doch sein. Boah, das ruckelt hier ziemlich extrem. Gerade bei mir. Holla, die Waldfee. Okay, Holz, Holz, Holz. Was kann ich damit machen? Mit Holz. 31 Holz habe ich jetzt schon. Okay, eine Waffe wäre mal. Ich glaube, ich sollte aber mal hier hochgehen. Ich sollte mich mal hier vom Steg weg ruckeln. Wow. Zuckelt. Scheiße, Dolle. Das liegt nicht an meiner Konsole, sondern wahrscheinlich am Spiel. Ich befürchte. Ja, dann schlende ich hier mal so bequem mal durch den Wald. Ich ruckle mich da auf der Hauptstraße lang. Ein Wunder, dass hier niemand ist. Auge des Sturms wird kleiner. Ah, das heißt, ich habe schon ein bisschen was überlebt. Vielleicht verstecke ich mich hier einfach irgendwo hinter einem Stein. Versuche nicht so auffällig zu sein. Vielleicht überlebe ich auch so. So ein bisschen Hunger Games mäßig, dass man so ein bisschen überleben muss. Tribute von Panem. Da gibt es doch hier bestimmt irgendwas. Hallöchen. Zwergenfürst ist hier. Ich möchte mir hier was holen. Ich klaue hier einfach. Zack, 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 zack. Mach hier alles kaputt.
Wir sind hier scheinbar in einem Kriegsgebiet. Da geht das schon in Ordnung. Oder auch nicht. Kann ich irgendwas zum Explodieren bringen und dabei selbst drauf gehen? Da bin ich in einem ganz anderen Gebiet. Holla. Bin ich geteleportiert worden. Ich lebe noch, ich habe aber keine Waffe. Okay, hier kann ich schon mal was bauen. Oh. Da baut sie was auf. Ich habe meine erste Wand gebaut. Okay, das kann ich auch bauen, oder? Reicht mein Zeug da nicht mehr für, oder? Das ist ja eine ulkige Konstruktion. Ja. Okay. Jetzt habe ich da sowas hier gebaut. Schön, schön. Schön, schön. Kann ich mich drunter verstecken oder was? Eine Holzkonstruktion. Was bringt das mir? Was tut das zur Sache? Was ist das? Was kann ich damit machen? Was ist das denn daran? Ah, da ist die Tanke. Ich baue mal hier ein bisschen. Ja, absolut keine Ahnung, was das mir jetzt hier bringt im Endeffekt, aber Hauptsache, ich habe hier mal was Hübsches gebaut. Oh, aus Stein sogar. Wie schön. Können wir uns auch hier noch hier eine Pyramide hinbauen. Ja. Hübsch. Hübsch haben wir es hier. Unsere kleine Pyramide. Können wir uns da verstecken oder was? Nicht wirklich. Vielleicht suchen wir das dazu bauen. Und dann noch hier so eine Wand hin. Sind wir vielleicht irgendwie geschützt? Da habe ich wahrscheinlich keine Materialien mehr für. Vielleicht macht so ein bisschen Sinn. Hey, kann ich das irgendwie wegmachen? So, Material besorgen, Holz und so weiter. Da habe ich ein bisschen Holz. Ich lebe immer noch. Und da will niemand was dran ändern, dass ich noch lebe. Wurde vom Sturm niedergestreckt. Okay, ja, ich scheinbar noch nicht. Ich lebe hier noch und baue mir hier munter und friedlich meine Butze hier. Ich baue hier meine Sache. Vielleicht probiere ich jetzt hier mal diese Wand zu bauen. Na, das ist doch spitze. Da kann man sich hier hinter verstecken. Wenn das wirklich geht. Habe ich hier so meine Butze. Und hier kann man dann so raus. Dann aber wenigstens hier so noch ein bisschen geschützt. Ja, so. Da könnte man noch was machen. Dann hat man hier ein bisschen. Sandy kommt vom Berg hoch. Ja, sieht doch schon ganz duft aus. Ich weiß nicht, ob das halt irgendwie noch eine Funktion haben könnte. Hier könnte man halt irgendwie hoch und dann runterspringen. Aha. Und da jemanden töten. Was auch immer das hier für eine Funktion haben soll. Das habe ich wohl mein gebaut. So, ja. Und sonst so, wie geht's euch denn? Da wurden schon Leute getötet. Ist es ziemlich ruhig, hier passiert recht wenig. Und Augensturm, es wird kleiner. Ja, schön, dann kommen sie mal zu mir.
bin ich mal hier nicht mehr so alleine. Wow. Da wurde ich glatt eliminiert von Jesse Feinstein. Die war hier und hat sich rangesneakt und hat mein Gebäude hier gesehen. Da sehen wir sie. Grüße gehen raus. Mir wurde langsam schon langweilig. Dankeschön. Ja. Wunderst dich jetzt, was ich hier gemacht habe. Sieht bestimmt nicht sehr professionell aus. Ja. Ja, so viel dazu. Ich soll war bestimmt ganz spannend, dir nochmal anzusehen, wie man das richtig kämpft mit dieser Jesse, aber ja, ich würde das jetzt gerne mal beenden. So viel dazu, meine ersten drei Runden, die ich hier gespielt habe in Fortnite, dass das auch mal getestet habe. Bin ich auch mal auf den Hype-Train aufgesprungen, den Trend auch mal gemacht hier. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wird nicht so bald wieder vorkommen. Ich werde es vielleicht jetzt noch ein bisschen offscreen ein bisschen zocken, ein bisschen gucken, wie es so geht, mich da noch ein bisschen reinfuchsen. Aber so großartig Fan bin ich da jetzt, glaube ich, auch nicht von. Also, ja, ist halt nicht mein Genre, nicht mein Gebiet, nicht meine. Ja, Kampfspiele sind halt nicht so meins. Wie auch immer, Let's Play wird es davon nicht geben. Lasst ihn doch nach oben, da sollte euch meine ersten Anfänge in Fortnite gefallen haben. Oh, jetzt habe ich es ziemlich laut gesagt, zum Ende hin, viel zu laut. Und ich würde mal sagen, haut noch einen angenehmen, förstlichen Tag, Mittag oder Abend. Haut darin, man sieht sich. Bis dahin.